Da ist sie. Na Tom, komm filmen. So entstehen die perfekten Streifen. Yeah! So, Attacke. Ja, ich habe sie erstmal aufgestellt. Hau mal ein bisschen erstmal die Eichen hier wieder raus. Aus dem tiefen Gras. Du kannst ja mal ein paar Detail-Shots machen, wenn du magst. Detail-Shots. Ah, ist das schon wieder warm. Ja, es soll heute Nachmittag losgehen. Heute Nachmittag sollen nun endlich ein paar Gewitter kommen. Jetzt hat meine Frau festgestellt, dass es wahrscheinlich mit dem Gewitter kaum Regen gibt, so Trockengewitter. Das kann ja richtig fies werden. So, jetzt nehmen wir eine Schneeschaufel, Freaks. Eine Schneeschaufel ist immer gut. Da kann man richtig cool mit diese Eicheln, überhaupt alles, also auch Kors hier vom Erifizieren, kann man tatsächlich am allerbesten mit einer Schneeschaufel von so kurz geschnittenen Rasenflächen runterholen. Und das machen die Profis. Ja, der Rasenfreak macht das auch. Mit seiner Schneeschaufel. Es geht relativ schnell, relativ gut. Vor der Kamera sollte man nicht in der Nase bohren. Oh Mann, im letzten Video, hier in meinem Poff-Video, da habe ich doch ein bisschen viel geflucht. Das tut mir echt leid. Da waren so ein paar Kinder ja auch gerne meine Videos sehen. Das finde ich übrigens ganz toll, liebe Kinder, dass ihr auch meine Videos gerne guckt. Und da darf ich nicht so viel rumfluchen. Ich habe mich so böse verbrannt. Ich kann das noch mal zeigen hier. Das ist jetzt, boah, das ist schon lange her. Über 2 Wochen. Da, immer noch die Brandstelle. Und da habe ich ganz schön rumgeflucht. Das tut mir echt leid. Und wenn ihr das Video noch mal sehen wollt, aber ihr seid jetzt gewarnt. Ja, ist immer noch nicht ganz verheilt. Ganz böse Brandstelle. Das ist echt eine coole Methode. Geht relativ schnell. Man kriegt viel besser alles. Ja, es kratzt ein bisschen in meinen Rasen. Der wird so ein bisschen hochgerissen. Aber das muss er abkönnen, muss er abkönnen. So, das ist doch schon mal nicht schlecht. So, Goodie. Das ist schon mal schön. Nächste Ecke. Ich habe schon mal überlegt, hier so ein riesiges, feines Netz abends mal so unter den Baum zu legen und dann morgens aber das Netz aufzunehmen und damit die ganzen Eicheln aufzusammeln. Habe ich aber nur überlegt, noch nie ausprobiert. Also ein Netz habe ich auch nicht. Aber das wäre mal eine Idee. Es würde vielleicht viel Arbeit sparen. Vor allen Dingen in dem hohen Gras. Da fallen natürlich die Eicheln ganz tief. Und oh, da kriegt man die so schwer raus. Das ist gruselig, die da rauszuhaken. Gruselig. Aber es gibt immer zwei Seiten. Einmal die schöne Seite, Schatten, toller ästhetischer Solitärbaum, wunderbar. Ein Ort für ganz viele Insekten auch und Vögel, die natürlich den Baum lieben. Auf der anderen Seite schmeißt er ständig irgendwas runter. Stöckchen, Eicheln. Blätter, besonders spät im Jahr. Ganz schlimm, wenn es dann schon schneit und die runtergefallenen Blätter vom Schnee bedeckt werden, was wir natürlich kaum noch haben. Schnee. Der Baum, der ist der letzte, der seine Blätter abschmeißt. Und das ist natürlich auch immer eine irre Sache. Da muss ich noch mal gucken, ob ich nicht so ein Laubsammler hier nochmal besorge,
der ganz breit die Blätter aufsammelt. Das muss ich mal irgendwann machen. Weil dieses Geharke, das ist auf die Dauer echt zu anstrengend. Wir werden ja nicht jünger. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Oh, schlaue Sprüche heute Morgen vom Rasenfreak. Furchtbar. Schaltet schnell ab. Weisheiten am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. So, und kaum hast du hier was gemacht, machst du wieder Tick, Tock, Tick, Tock. Jetzt weiß ich, wo das herkommt, der Name. Von den Eicheln. Tick, Tock, Tick, Tock. Ah, da sind wir übrigens nicht. Tick, Tock haben wir nicht. Facebook machen wir ganz wenig. Wir machen vor allen Dingen Instagram und YouTube. Das reicht schon. Gut. Oh. Genau, schmeiße ich das mal alle wieder raus. Na toll. Oh. Viel besser. So, jetzt. Na gut, den Rest haben wir noch von Hand. Ist immer wieder erstaunlich, was für ein wunderbares Werkzeug unsere Hände sind. Das ist unglaublich. Da kommt fast kein Gerät mehr mit. Hier so kleine. Machst du da? Was ist das denn? Ja, das ist auch etwas Faszinierendes hier. Das müssen wir auch mal zeigen. Das liegt hier ständig unterm Baum. So Tannenzapfen, die so völlig zerfasert sind. Ich denke mal Eichhörnchen. Wir haben uns jetzt in letzter Zeit keine Eichhörnchen gesehen. Aber die werden irgendwie hier in den Baum geschleppt und dann so auseinandergepult. Ständig. So, auf in die Werkstatt. Juhu, juhu, da ist die Kuh. Jetzt kriege ich den Schlüssel nicht rein. Zack. Licht. Meer. Steht auf. Oh, steht noch auf grün. Super. Oh. Oh, oh, oh. Zack. Nächste. Zack. Runter. Zack. Sehr schön. Ja. Ganz klein. Ja. Ja, dieses Knacken ist immer noch doof. Es ist der Holm, der knackt ab und zu. Auch so eine Krankheit von Swordman. Na, vielleicht dann müssen wir irgendwann. Beseitigt, muss man die Schrauben noch mal ein bisschen nachziehen. Gut, das machen wir mal an. Sicherung raus, wenn man noch anspringt. Ganze Papier raus und los. Ups. Mal schön weit wegschmeißen. Ja, jetzt geht's langsam mit dem Sand. Au, habt ihr es gehört? Au, da. Ah. Habt ihr es gehört? Also, da sind natürlich ganz viele kleine Steinchen drin. Und dann fängt gleich so die Spindel an zu schnarren. Das geht dann weg, weil es nur ganz kleine Steinchen sind. Es ist so schmerzhaft. Ja, was willst du machen? Eigentlich bräuchte man eine zweite Spindel, eine alte Spindel, die schon ausgelutscht ist. Nicht nur eine frisch geschliffene Spindel.
um, wenn man gesandet hat, damit zu mähen. Also ist wirklich, das ist tödlich. Tödlich für ein Spindelmäher. Muss er durch. Muss er durch. Oh, schmerzt das. Oh, das ist ja, da fällt mir auch nichts Besseres ein. Er hat natürlich jetzt auch kein Wasser. Der quillt sich natürlich auch. Wächst natürlich auch nicht richtig. Aber vielleicht wässe ich das Grün auf jeden Fall mal. Irgendwo sind Grenzen. Gut, jetzt holen wir den E-Flex. Sollte heute den ganzen Morgen schattig sein. So, das Grüne schon mal fertig. Der Boden ist schon so hart, als wenn du auf einer Betonplatte mähst. Absoluter Wahnsinn. Aber hier die Wollrasenfläche, die Pratensis, die sieht richtig gut aus. Richtig gut. Ah, das ist ein tolles Gras. Hier sind viele Trockenstellen drin. So, letzte Bahn von der Wollrasenfläche, letzte Bahn Pratensis. Und dann wechseln wir auf die Agroste Stolonifera. Oh, oh, oh. Oh, shit. Das war zu knapp. Hier noch eine Bahn. Oh, und hier siehst du schon, wie er richtig silbrig-bläulich leuchtet. So, jetzt kommen wir hier auf die Agrostis-Fläche. Wahnsinn. Die Kamera anfahren. Oh. Zack, braun. Zack, braun. Kleine Ecke hier stehen lassen. Ein bisschen rausmähen. Den Streifen ein bisschen schöner kriegen. Nein, halt. Ah, falsch. Verfahren. Fataler Fehler. Egal. Die wollte ich nochmal nachmähen hier.
Ja. So, jetzt guckt euch das mal an. Gut, und da seht ihr sie. Die Flecken. In der Agrostisfläche. Da. Da auch. Hier. Da. 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 Hier. Da auch. Ganz stark. Da ganz hell. Der ganze Bereich. Jo, Freaks. Wir haben mittlerweile 31 Grad. Das glaubt man nicht mehr. 31 Grad. Sollte man da noch nehmen? Tja, was soll man machen? Reicht. Und wenn ihr weitere Videos von mir schauen wollt, dann ist das mein neuestes Video. Und dieses Video hier, das hat der Algorithmus extra für euch ausgesucht. Und wenn euch die Videos gefallen, dann gebt mir gerne einen Daumen. Und ihr könnt mich auch abonnieren, das ist völlig kostenlos. Da freue ich mich drüber. Vielen Dank und macht's gut.